Ja, ich hab dich besiegt. Oh, Leute. Es war so anstrengend. Ich bin extra nochmal zurückgegangen, komplett aus diesem Feuerberg raus und hab trainiert. Ich glaube, ich habe jeden 2 oder 3 Level hochgebracht, hab jeden mit einer Linkbox noch Attacken kombinieren lassen. Mike, nämlich Energiefokus und Glut und bei mir Doppelteam und Schockwille. Das war eine sehr gute Kombination. Ich habe in so einem Keklon-Laden, den man in Dungeon findet, sogar noch Belebersamen kaufen können. Und, oh, den musste ich im Kampf sogar benutzen und ich bin so happy, dass Lava das endlich, ich hab's besiegt. Tut mir leid, dass es so ewig gedauert hat, aber ich hab's halt immer vorgeschoben zu trainieren, weil es ja nicht so viel Spaß macht zu trainieren, aber es geht endlich weiter, Leute. Arg! Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. Oh, ich bin wieder aufgestanden. Warte, hör mir bitte mal zu. Wir sind nicht hier, um die Schwierigkeiten zu bereiten. Wir werden gejagt und haben uns auf diesen Berg geflüchtet. Und vielleicht weißt du es nicht, aber das ist nicht der einzige Ort, an dem die Naturkopf steht. Diese Naturkatastrophen passieren gerade überall. Und wir können gar nichts tun, weil wir hier auf weil wir auf der Flucht sind. Aber wir würden gerne allen Pokémon helfen, die in diesen schlimmen Zeiten in ein Unglück geraten. Da ziehe ich gleich mal meine Flügel ein. Meinte das ehrlich? Jetzt sieht er aus wie so ein Pteranodon, Urzeitvogel. Das ist wirklich wahr, bitte glaub mir doch. Wenn du denkst, ich lüge, dann sieh mir doch in die Augen. Sieh mir meine großen Glubschi-Augen. Hundeblick! Oh, du bist so Knuffe, ja, ich weiß. Ach, Leute, kommt. Eieieiei, Mexikaner, Taco. Gut. Ich vertraue darauf, dass sie die Wahrheit sagt. Nee. Oh je, meine Güte. Meine Beine fühlen sich an wie Wackelpudding. Ihr dürft passieren. Überquert den Feuerberg und ihr müsst mir etwas versprechen. Versprecht mir, dass ihr die Ursache für die Naturkatastrophen herausfindet, die unsere Welt bedrohen. Und dass ihr diesen Katastrophen Einhalt gebietet, damit sie nicht länger Zerstörung und Leid sehen. In Ordnung, wir versprechen es. Allerdings ist das im Moment nicht möglich. Ja, das werden wir auf der Stelle. Allerdings, wir werden verfolgt und können uns nicht sofort darum kümmern. Aber wir sind ein Retterteam. Wir werden diesen Naturkatastrophen auf den Grund gehen. Das verspreche ich dir hoch und heilig. Ich nehme euch beim Wort. Ich vertraue darauf, dass ihr auf euer... Ich vertraue darauf, dass ihr euer Versprechen halten werdet. Wenn ihr nicht vergesst, welchen Mut ihr mir gegenüber gezeigt habt. Ja! Gibt es noch etwas? Nö. Ich wollte nur gerade losfliegen. Oh. Muss das sein? Lebt wohl. Ja! Wo fliegt denn der hin? Das ist ja sein Haus. Also seine Wohnung. Puh. Ja, das war gruselig. Aber es ist wirklich großartig, dass Lava das uns versteht. Naja, jedenfalls. Wir sollten den Feuerberg verlassen. Okay. Krass. Okay, so weit sind wir in der kurzen Zeit gekommen, krass. Wir sind schon ganz schön weit gelaufen, nicht? Ich bin so müde. Machen wir noch mal kurz Pause. Die Aussicht ist... Sprachfehler, Leute. Die Aussicht ist phänomenal. Oh, sieh mal, super. Sieh mal dort drüben. Siehst du, wie klein der Feuerberg von hier aussieht? Wir sind wirklich ganz schön weit gelaufen, nicht? Super. Es war wirklich wahnsinnig anstrengend, den Feuerberg zu passieren. Oh ja. Bestimmt hätten nur ganz wenige Pokémon diesen schrecklichen Berg bezwungen. Und es war nicht einfach, nach dieser Feuerhölle noch so weit zu kommen. Soll ich dir sagen, was ich glaube? Es gibt wahrscheinlich überhaupt keine Pokémon mehr, die uns hier erreichen können. Was meinst du? Nein, es wird immer welche geben. Du hast recht, uns erwischt keiner. Haha. Aufmunternde Worte oder Realist? Oh, aufmunternde Worte. Das dachte ich mir. Du bist meiner Meinung super. Ja, du hast recht. Das schafft niemand. Gut, dann können wir uns ja vom Leben als Flüchtlinge verabschieden. Wir müssen nicht mehr wegrennen und uns verstecken. Machen wir uns nichts vor, super. Wir haben da ein paar zähe Burschen vergessen.
Simsalas Team. Ach Gott, stimmt, die gibt's ja auch noch. Er und seine Leute werden uns überall hin verfolgen. Ja, wir haben keine Wahl. Wir müssen weitergehen. Ich meine, wir sollten dorthin gehen, wohin niemand sonst uns folgen kann. Lass uns positiv denken und weitergehen. Yay! Nanu? Was ist denn? Kommst du nicht super? Wie bitte? Ich sehe müde aus. Ich habe gar nichts gesagt! Sie sind uns auf den Fersen. Wir dürfen jetzt keine Pause machen. Und weißt du noch, was ich dir sagte? Ich sagte, ich würde mit dir gehen, super. Oh, bitte sieh mich nicht so an. Mir geht es gut, ehrlich. Hundeblick! Gehen wir, super. Ich bleibe immer bei dir. Ah. Siehst! Und so setzte das Team von Super die aufreibende und gefahrvolle Reise fort. Auf der Suche nach einem sicheren Versteck erreichten sie immer unwirtlichere Orte und gelangten stetig weiter in den Norden. Sie überquerten Bergkette über Bergkette, durchwateten übelriechende Sümpfe, erklommen vereiste Klippen, bis das tapfere Team von Super schließlich eine Welt aus Schnee erreichte. Arktos incoming! Eine öde, kalte Landschaft im harschen Griff unerbittlicher Schneestürme. Ich mag die Musik. Möchtest du ein Abenteuer speichern? Ja! Tut mir nochmal leid, dass der Kampf gegen Lavados nicht mit aufgenommen wurde, aber nein, egal, passt. Speichern erfolgreich. Woo! Oh. Ist das kalt? Gesundheit. Meine Nase läuft und mir ist eiskalt. Ist dies nicht eine... einsame Gegend? Sieh mal, wie hoch der Schnee hier liegt. Ich habe schon lange keine Pokémon mehr gesehen. Vielleicht sind wir hier ganz allein. Okay, ich sollte aufhören, so zu reden. Das klingt nicht wie Mike. Oh, was war das? Ein Absol. Absol? Was ist das? Ja, genau, hau ab. Was war das? Es sah aus wie ein Pokémon. Ja, es war ein Absol. Halluziniere ich schon? Nein, das glaube ich nicht. Ich bin sicher, da war jemand. Ich frage mich, was jemand in dieser verlassenen Gegend macht. Ich finde, es hilft uns nichts, jetzt darüber nachzudenken. Gehen wir am besten einfach weiter. Oh, jetzt geht er vor. Oh. Super, sieh mal. Siehst du das? Diese Bäume sind starr vor Eis. Ja. Wow. Der Schnee sieht aus wie gefrorener Puder. Das sieht sehr schön aus, aber das Leben hier muss sehr hart sein. Okay, jetzt kommt wieder ein Dungeon. In Ordnung, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen hier durch. Es wird bitterkalt sein. Wenn ich nicht müsste, würde ich nicht hier durchlaufen. Aber sich hier zu verstecken bringt uns auch nicht weiter. Wir können nur weitergehen. Wir müssen tapfer bleiben und durchhalten, super. So, dann kann ich mich jetzt wieder bewegen. Ah, endlich. Gut, Kangama-Lager. Lager prüfen. So, ich habe wieder ein bisschen Zeug dabei. Diese Linkboxen, ne? Ohne die hätte ich das auf keinen Fall geschafft. Meine Attacke wurde leider aufgelöst. Dieses Doppelteam und Schockwelle, weil Zapdos ja leider Erzwinger hat. Aber das ist okay. So, den Heilsamen behalte ich, den großen Apfel behalte ich auch ein. Die Linkboxen packe ich erstmal weg. Spezialband kann man immer noch brauchen. Sinnebären musste ich leider auch zwei Stück im Kampf verbrauchen. Ich weiß nicht, ob ich es ohne die auch geschafft hätte. Ja. Habe ich noch irgendwas Wichtiges im Lager? Ach doch, gut, ich dachte schon, ich hätte nichts mehr. Sinnebären habe ich keine mehr. Okay, ich habe so gut wie gar nichts eigentlich. Na gut, gehen wir rein. Super, bist du soweit? Ja, klar, ne? In welche Richtung gehen wir? Man muss immer das Gefährlichere nehmen. Schneefall klingt nicht gefährlich, also wird es wahrscheinlich der Frostwald sein. In Ordnung, gehen wir. Auch in dieser Eiseskälte sollten wir unser Bestes geben. So, da Zapdos und Lavados kommen, wird jetzt wahrscheinlich doch Arktos kommen, aber Arktos wird, glaube ich, kein Problem, weil wir haben Elektroattacken und wir haben Feuerattacken und das ist gegen ihn beides effektiv. Hier seht ihr Energiefokus und Glut. Obwohl, nee, jetzt hier mal nur Energiefokus und Glut, denn hier werden wahrscheinlich sehr viele Feuer-Pokémon rumlaufen. Gott, ich kann die Karte gar nicht sehen, so hell ist das. Aber okay.
Ich werde es mich hier. Gott, das ist aber ein heller Dungeon. Nein! Nein, keine Imba-Attacke! Diese Mehrfachattacken sind in Mystery Dungeon so overpowered. Gut, dass ich meine Items abgelegt habe. Wow. Das war. So schnell wurde ich noch nie aus dem Dungeon geschmissen. Oh gut, ich habe die Bänder behalten. Finde ich gut. Ja, okay, das war irgendwie leicht fail, muss ich sagen. Wir sollten auch in dieser Eiseskälte unser Bestes geben. So, nochmal, Frostwald E1. Ja. Habe ich die Bände überhaupt ausgerüstet? Nein, habe ich nicht. Wieso nicht? Geben Mike. Okay. Der, die Treppe. Ich vermute mal, der ist so. Sagen wir 12 Ebenen. Habe ich den Georg-Bock fixiert? Ja, habe ich. Sehr schön. Ja, ich schätze mal so 12 bis 15, vielleicht auch nur 8, 10. Oh Gott, geh weg, wie Senior, du. Dich kann ich momentan gar nicht ab. Geh weg. Nein, du haust nicht ab. Obwohl, ja, okay, ich sag vorher, geh. Oh Gott, wie viele. Geht weg. Oh Gott, ich will hier wirklich schnell raus aus diesem Dungeon. Stirb. Ja, oder hau ab. Mike, ich helfe dir mal bei diesem. Oh Gott, geht bloß weg, ihr Visenios. Töten will ich euch trotzdem. Gibt's hier überhaupt Eis-Pokémon? Ja, ich meine, es ist ein Eis-Dungeon. Nein, stirb! Du gibst Erfahrung. Du gibst Erfahrung, also stirb! Schön. Oh, und da lässt du gar den Stein fallen, den ich weggeschmissen habe. Ich hab meinen Stein wieder. Und da ist schon die Treppe. Yay! Also, nein, ich. Treppe für die nächste Etage. Nein! Okay, hier gibt es auch Azuril. Ja. Würfenstein. Ja, das war aus Versehen. Tut mir leid. Azuril, es werden gerne mit Stein beschmissen. Vielleicht zum Sinebären. Ja. Brüller. Nee. Muss nicht sein. Brüller ist jetzt nicht so eine tolle Attacke in diesem Spiel. Generell sind die Attacken hier seltsam gebalanced. Aber naja, gut. Ist ja auch schon etwas älter, das Spiel. Naja. Obwohl, in Dunkelheit und Zeit waren die auch so komisch. Wieso? Wieso denn ein Nasgnet? Immerhin, ich mache ordentlich Schaden. Und die Gegner hier sind nicht mehr so heftig wie die blöden Arcanis und die ganzen Imitaxe. Boah, Gott, wenn ich nur an die denke. Ah, auch wenn die Dingens. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie Senior hier auch scheiße sind. Aber immerhin hauen die nach einem Treffer ab und greifen dann nicht mehr an. Das muss man auch berücksichtigen. Ditto, Gott. Ditto gibt's hier auch. Nee. Immerhin sieht einigermaßen schön aus, ne? Auch wenn es sehr hell ist. Oh Gott, wieso gibt es denn. Keifel, warum? Wir haben beide voll die Bodenschwäche. Ach, das war's, Ditto. Okay. Aber man sieht hier, ich bin über ihr. Ach, das waren beides Dittos. So, ich bin jetzt Level 18 und Mike ist Level 17. Also, ich habe ordentlich trainiert, auch wenn es ein bisschen schwer war. Vor allem. Ja, genau, bei so einem Kicklernladen hier. Da habe ich den Belebersamen gekauft. Wieso werfe ich die ganze Zeit Steine? Ich komme immer auf die falschen Tasten, ey. Habe ich auch Geld dabei? Ein bisschen. Ich habe 316. Apfel. Obwohl ein Erstarrorb. Der ist eigentlich ganz gut. Bänder brauche ich nicht. Achso, ja, möchte ich kaufen. Kekulon kann man übrigens nicht beklauen, dann sagt der Diebe, rennt einem hinterher und der one-hitted einem fast. Also, solltet ihr nicht machen. Nee. Also für alle, die das Spiel auch spielen, nein, macht das nicht. Klaut Kekulon niemals seine Waren. Was ihr machen könnt, ist natürlich, wenn der Kekulon-Laden in der gleichen Etage wie die Treppe ist. Das könntet ihr machen, da müsst ihr aber trotzdem vorsichtig sein. Ihr könnt ihm übrigens auch Sachen verkaufen, indem ihr was dahin legt. Das kann auch ganz schön praktisch sein. Aber wie viele Dittos gibt es hier bitte? Meine Güte.
Das einzige Eis-Pokémon, was ich bis jetzt gesehen habe, war ein Keifel und das war auch eigentlich ein Ditto. Oh, Tackle 20, naja. Oh, schon da? Welche Ebene war das? 6, 7? Punkt, 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 Punkt. Jemand versucht in den Wald einzudringen. Das Nachlassen der Eiswinde. Ist der Eindringling verantwortlich? Wieso glauben die alle, dass wir schuld sind? Okay, vielleicht. Ja, okay, wir sind wahrscheinlich schuld. Er muss aufgehalten werden. Diese Vögel haben immer die gleiche Stimme. Es gilt, den Wald zu schützen. Okay, gut, es geht also weiter. Das ist nur, damit wir dann verstehen, wieso Arktos uns angreift. Weil es wird wahrscheinlich Arktos sein, der uns angreift. What the hell? Guck mal unten in den Chat. Alle Wörter waren so komisch grau hinterlegt, außer das Wort Poke. Ja, Mike, das will ich sehen. Alles ist so komisch grau hinterlegt. Hm. Poke. Ja, Poke nicht, komischerweise. Kann es sein, dass ich übersehen habe, dass hier dichter Nebel herrscht? Verzweifler. Ja, Ditto halt, ne? Aber immerhin, wir können unseren Sinebärenvorrat hier ein bisschen aufstocken, das gefällt mir. Hm. Sag mal! Stolrak, oh Gott. Wieso denn so viele Boden-Pokémon? Aber immerhin bist du auch Typ Feuer. Also, nicht Stolrak ist ja kein Boden, Stolrak ist ja Gestein-Stahl, aber kann wahrscheinlich auch Bodenattacken. Weil eigentlich jedes Gestein- und Stahl-Pokémon Bodenattacken kann. Obwohl, okay, es gibt Ausnahmen. Klavion kann, glaube ich, keine. Aber das ist ja auch... Ja, das ist eine Ausnahme, weil Klavion ist, es ist ja auch noch Typ Fee. Bronzong? Doch, Bronzong kann, glaube ich, bestimmt Erdbeben erlernen. Okay, Klavion ist da, glaube ich, eine Ausnahme. Wenn euch noch eins einfällt, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Interessiert mich gerade. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine Ausnahme. Weil es ja nur so ein kleines, schmächtiges Ding ist. Oder Flunkiefer? Doch, das kann bestimmt Schaufler. Ah, ich habe die Treppe gesehen. Da war sie. Flunkiefer kann bestimmt Schaufler lernen. Oh, Schnäppke! Oh, die mag ich. Ich mag Schnäppke. Vor allem, seit ich die Serie gesehen habe. Ich finde Schnäppke so süß. Das ist das von Ash, ist immer so rumgetanzt. So Schnäppke, Schnäppke. Oh, das war knuffig. Ja, und irgendwann wurde es zu Firnotor und... Ja. Ach, apropos Firnotor. Hier, Mega Firnotor confirmed in Oras. Also Omega Rubin Alpha Saphir Magenknot. Ja, dann werde ich mir mal einen großen Apfel genehmigen. Mmh, Magen von Super ist wieder voll. Eisenabwehr muss das sein? Naja. Spezialangriff ist ja... Puh, das nützt dir gar nichts. Gott, stirb. Schockwelle will ich eigentlich nicht. Ich brauche auch Elektroattacken gegen Arktos. Denn ich habe gesehen, in dem Spiel ist das ja hier nicht so, dass vor Bosskämpfen die KP und AP aufgefüllt werden. Deswegen sollte ich mir Schockwelle behalten. Und ich musste leider ein Top-Elixier gegen vor Lavados benutzen. Deswegen habe ich jetzt auch keins mehr dabei. Oh Gott, mir fehlen so viele wichtige Items. Ah, ein voran Belebersamen, Top-Elixiere und auch solche Items wie Schlafsamen und so, die gegen Bosse auch immer sehr hilfreich sind. Ist das ein Magnaien? Das sieht ja mal mega scheiße aus. Ah, ich sehe überhaupt nicht, wo ich bin oder schon war. Die Karte ist total... Nein, ich sehe sie einfach nicht. Ja. Oh, ja, stirb. Komm schon. Oh, da fällt mir ein. Mike braucht ja seine Feuerattacken auch. Gegen Arktos. Da darf er ja auch nicht nur die ganze Zeit das einsetzen. Genau, sehr schön. Hat er gut gemacht. Oh, meine Güte. Wo geht es denn hier raus? Mike, tötet das Magnaien. Ach, Mike. Nein, ich möchte keinen Notruf senden. Mann! Mike, Vollidiot. Ja, war ja, das war nichts. Wegen dir. Und du bist so dumm. Du bist so dumm. Dumm. Oh. Gut, Leute, dann war es das erstmal bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Im nächsten Part werden wir in den Frostwald nochmal gehen und dann Arktos plätten.
oder ihm erklären, dass wir eigentlich unschuldig sind, was wir ja gar nicht sind. Also wir werden einen mächtigen Vogel anlügen. Yay! Bis zum nächsten Mal. Ciao.